sunshine on my mind. That's why I always feel around you. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. So. Ich bitte Sie alle auf meine Bitten jeweils zu sagen, wir bitten dich, erhöre uns. Herr, wir bitten dich für das neu vermählte Ehepaar, das in deinem Namen seinen gemeinsamen Weg beginnt. Dass beide glücklich werden in ihrer Ehe, die große Gemeinsamkeit im Glauben erfahren und das noch Trennende in Geduld ertragen. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, wir bitten dich für die Verwandten und Freunde des Brautpaares, die diese beiden Menschen bis hierher geleitet haben. Für ihre Eltern, die ihnen das Leben schenkten. Für ihre Familie, in der sie aufwuchsen. Für alle, die den Gottesglauben in sie hineingepflanzt haben, dass sie in christlicher Liebe und Freundschaft stets verbunden bleiben. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Amen. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist kein Stiefel. Jetzt ist er zuständig. Ganz herzlich danken. I wanted to thank everybody. It was so nice. We had the one most wonderful marriage we ever had. Mazel tov!
da ein dreifaches Hoch auf das Schiff aus. Ja, genau. Ja. Die Sachsenwald, sie lebe. Hoch! 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 Ja, die Sachsenwald! Jetzt immer ein dreifaches Hurra auf den Kapitän. Ich bin der steht da hinten. Ja, wo ist der Captain? Am Bier. Ja, der Kapitän. Oh, mein Hut. Ein dreifaches Hurra. Hurra! 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 Und ein dreifaches Hurra auf das Brautpaar. Ja. Hurra! 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 Ja. Ja. Ich denke auch, Papa. Papa muss aufgefahren. Einschließlich 0,5. Prost. Und vielleicht jetzt ein Lied von meinem Schwiegerbruder. Schwager. Wenn es wärmer ist. Was ist Schwieger denn? Das bedeutet nichts. Schwager. Das ist juristisch genau. Richtig ist Vater, Mutter, Bruder, Schwester. Wow! It was all that time in the background. It's called Texas. So, dann lass uns mal losfahren. Leute, lass mal nach Hause gehen. Kommst mit. Ja. Mom, Dad, I love you. Wish you could have been here for it, but we'll see you real soon. Yeah, bye bye. Hamburg's beautiful. It's a little bit cold, but it's. Could you take all your stuff and cold. Then it's getting better? Look at I'm wearing a little t-shirt. Jetzt den Schluss der Hochzeit hier in Hamburg und wir hoffen, euch bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Nein. Bill. How do you feel to be in Oma's room? Yes, folks, Oma slept in that there bed for 94 years. No, I'm not sorry. That Erika. Oh. That's all right, she wouldn't mind. No. Maybe Oma has something to say. That is where I met Oma, right there on that bed. She looked at me and said, oh, from America. Oh, so sweet. Thank you very much. That was quite an Erlebnis.